Hallo Community, ich bin's, der Micha von Trader Online Video. Dominarias Bund steht vor der Tür und wir unboxen uns durch alle Artikel. In diesem Video öffne ich ein Pre-Release-Pack und baue mir ein Deck. Mit Verlosung, viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegt es schon. Dominarias Bund ist ja wieder High Fantasy. Wir feiern das 30-jährige Jubiläum von Magic the Gathering. Ja, und es geht zurück auf die Hauptplane. Wir haben schon in den News, haben wir schon die Spoiler XXL durchgesprochen, euch viele Rare- und Mythic-Karten-Highlights des Sets gezeigt und durchgesprochen. Dann haben wir schon das Set Booster Display geunboxed, haben uns da viel Zeit auch für die gewöhnlichen, ungewöhnlichen Karten der Edition genommen. Und jetzt geht es um das Pre-Release-Pack und den Deckbau. Spannende Sache dabei ist, dass ja praktisch jetzt in teilnehmenden Fachgeschäften zum Pre-Release ist eine ganze Woche lang, also ab dem 2. September, der Release ist ja erst am 9. September, wird es in teilnehmenden Fachgeschäften wie auch unserem Trading Card Superstore Veranstaltungen geben, wo ihr Pre-Release zocken könnt. Da haben wir auch Tickets bei uns auf der Webseite unter dem Reiter Events. Könnt ihr euch da ein Ticket ziehen, könnt vorbeikommen, mit uns Pre-Release spielen. Und es wird auch ein Produktvorverkaufskontingent geben, das die teilnehmenden Fachgeschäfte schon anbieten können. Und da wird es unter anderem dann nämlich auch beim Displaykauf die Buy-Box-Promo geben. Hier den Lanova Lehmsprecher, der ist im regulären Set auch enthalten, in regulärer Variation. Aber hier in voll gibt es den dann praktisch beim Nicht-Online-Kauf im Ladenlokal. Auch mal teilen in Fachgeschäften, auch bei uns im Trading Card Superstore. Aber nicht online zu bestellen, ihr müsst wirklich die Artikel im Laden kaufen. Könnt sie da aber entsprechend auch schon vor dem Release erwerben, solange der Vorrat reicht. Ne? Also nichts mit Online-Bestellungen, wirklich vorbeikommen. Und wir werden zocken am Freitag, am Samstag, am Montag, am Mittwoch und am Donnerstag. Bis zum Release laufen bei uns Pre-Release-Events. Ich freue mich auch schon mega, werde dieses Deck, was ich öffne, auch spielen. Und ich habe ja gerade gesagt, Magic feiert 30-jähriges Jubiläum. Das heißt, auch wenn ihr Pre-Releases in Teilen im Fachgeschäft spielt, dann könnt ihr Promos dazu halten. Bei uns bekommt jeder Pre-Release-Teilnehmer eine zufällig ausgewählte Promo. Und da gibt es im ersten Print-Run gibt es hier entsprechend Promos der Jahre 1993, 94, 95, immer eine Karte des Jahres, die man zufällig hält. Da haben wir den Sarah Angel, Brawl Lightning, Fünftornelfen. Wie gesagt, das auch in teilnehmenden Fachgeschäften. Und wenn ihr mehrere Events mitspielt, dann könnt ihr sagen, cool, meinetwegen Sarah Angel habe ich schon bekommen, dann bekommt ihr zufällig eine von den anderen beiden, so nach dem Motto. Da kann man also das ganze Set voll sammeln, denn Magic feiert ein Jahr lang 30-jähriges Jubiläum. Das heißt, es wird auch in der Zahl 30 Promos geben, die man entsprechend in Store-Events wird erhalten können durch die Teilnahme. Ne? Finde ich schon richtig cool. Wird eine mega coole Sache. Ja, und Verlosung haben wir natürlich auch noch, denn jedes Unboxing ist ja sponsored bei Dragon Shield. Und da gehen wir auch mal rein und haben hier wieder coole Motive ausgesucht. Also Dragon Shield ist ja ein langjähriger, renommierter Zubehörhersteller und gerade die Hüllen bekommen die richtig cool hin. Und das sind jetzt mal Farben oder Motive, die wir euch noch nicht gezeigt haben. Und ich wähle mal Peach. Finde ich mal ganz, ganz cool. Ihr könnt auch immer im Shop nachgucken. Ne? Da gibt es ja noch weitere Motive entsprechend. Und Dragon Shield haben das halt wirklich super raus, entsprechend da zum einen frische Farben zu liefern und die haben eine ganz besondere Haptik. Ne? Also hier zum Beispiel die Peach-Hüllen, die sind auch immer so ein bisschen marmoriert, das heißt, sie sind sehr griffig. Und wenn wir jetzt mal den bei Box-Promo und die hier auch entsprechend matte Dual-Sleeves und auch Black von innen, finde ich auch sehr nice. Ne? Sitzt die Karte dann so drin. Von der Rückseite ist entsprechend alles blickdicht. Ne, da, und lässt sich wirklich sehr, sehr gut mischen, hat eine sehr hohe Lebensdauer, also alles sehr, sehr nice. Ja, und schaut mal gerne im Shop nach weiteren Motiven, ne, wie gesagt, da gibt es auch viel zu entdecken, denn auch gerade die Printed Sleeves, da haben sie die Harry Potter Lizenz, Game of Thrones Lizenz und. Ja, dieses Päckchen Hüllen könnt ihr aber gewinnen, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert, da wünsche ich euch schon mal viel, viel Glück. So, aber jetzt geht's in den Deckbau. Ich bin echt mega gespannt. Also ist auch ein cooles Format für zu Hause, ne? Denn die Pre-Release-Packs bringen euch ja, wir werden es gleich sehen, 6 Booster und nochmal die Foil-Karte als Promo, die ja immer Rare oder Mythic ist. Ne? Das heißt, ihr habt ja praktisch 7 Rares, Mythics entsprechend in dem Package drin. Und mal gucken, wir können ja hier auch, jetzt haben wir ja Draft-Booster. Wir sehen, es wird auf Plastik verzichtet. Ne? Finde ich auch sehr gut. Und
Kommt schon schick daher. Die Pre-Release-Promo haben sie jetzt auch so eingepackt. Okay, ein Würfel ist dabei. Der wird vielleicht auch unterschiedliche Farben haben mit dem Editionssymbol. Ja, und dann könnt ihr hier praktisch euer Deck auch so transportieren, wenn ihr auf dem Event unterwegs seid. Kann man auch richtig cool zu Hause spielen. Ihr könnt euch die Pre-Release-Packs auch für einen schmalen Euro nach Hause bestellen. Auch sehr nice. Ne, und das dann einfach im Freundeskreis, in der Familie zu spielen. Wir haben 6 Booster. Darauf bauen wir uns ja gleich entsprechend ein 40-Karten-Deck. Das heißt, wir nehmen ungefähr 26 Spielkarten, 16 Länder bzw. 23 Spielkarten, 17 Länder, je nachdem, wie hoch unser Mana-Bedarf im Deck denn ist. Wir achten gleich ein bisschen auf die Mana-Kurve. Ja, und haben hier noch die Promokarte. Ne? In Draft-Boostern müssen wir mal gucken. Wir haben in jedem Booster ja einen Legenden-Slot. Ich glaube, der kann alle Raritäten haben. Das heißt, mit ein bisschen Glück können wir auch in einem Draft-Booster mehr als eine Rare oder Mythic ziehen. Werden wir gleich sehen. Aber generell cooles Package, Pre-Release Pack, denn ihr habt den Würfel, ihr habt die 6 Booster, ihr habt noch die Promokarte. Ja, und eine ganze Tüte voller Spaß. Ne? So, und dann lege ich mal los. Was halt praktisch beim Deckbau wichtig ist. Es geht um Kreaturen und Kreaturenentfernung. Und es geht um Bomben. Das heißt, ich lege jetzt erstmal auseinander. Ja, und da ist doch schon mal die erste Bombe. Genau so was wollte ich ziehen. Habe ich vorher noch drüber nachgedacht. Ach, wenn ich den ziehen würde, das wäre natürlich auch nice, weil es gibt so ein paar richtig gute Kreaturen, die möchte man schon gerne haben. Ne? Zum Beispiel im Kreaturenkampf, also Pre-Release-Decks sind natürlich immer sehr kreaturenlastig und Fliegen hilft natürlich einfach, weil wir einfach über die Luft dann kommen und der Erzengel des Zorns ist einfach eine super Bombe. 2 weiße und 2 beliebige in Foil jetzt hier nochmal mit dem Promo-Stempel hier 2022, Entschuldigung, ne, und ist ein Engel 3-4 Bonus für Schwarz und oder Rot und du kannst natürlich hier Schwarz und oder Rot bezahlen. Ich muss noch die Brille abnehmen, kann ich es noch besser lesen, es glitzert hier auch so. So wie diesen Zauberspruch wirkst und er hat Fliegen und Lebensverknüpfung. Allein ohne Bonuskosten für 2 Weiße und 2 3-4 Fliegen, Lebensverknüpfung ist schon super. Leben, Life-Gain, fliegend, top. Ne? So, wenn der Erzengel des Zorns ins Spiel kommt und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, fügt er einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Wenn der Engel des Zorns ins Spiel kommt und falls 2 seiner Bonuskosten bezahlt wurden, fügt er einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Das heißt, er kann schießen sogar bis zu 2-mal und ich bekomme jeweils 2 Leben. Richtig gut. Das heißt, die Karte würde mich als Bombe so gesehen festlegen, auf jeden Fall auf Weiß. Und entsprechend auch noch eventuell auf Schwarz und oder Rot. Mal gucken. Ich trenne das erstmal nach Farben auf, aber genau sowas wollen wir ziehen. Solche Bomben, das ist richtig, richtig gut. Ja, und wir haben hier natürlich in Foil, das ist natürlich auch nice to have. Entsprechend, das macht das Pre-Release-Pack dann so schön. So. Und jetzt teile ich es erstmal ein bisschen nach Farben auf. Ich lege mal Weiß hier unten hin, dass wir es ein bisschen aufteilen können. Blau. Artefakte. Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Länder. Das ist auch sehr gut, dass wir hier entsprechend, wir haben ja mit die Domänefähigkeit und dass wir entsprechende Doppelländer haben, die als Ebene und als Insel zählen. Das hilft uns nachher bei der Domänemechanik. Aber schaut euch gerne das Set-Display-Unboxing an, ne? Denn da geht es dann ein bisschen mehr ins Detail. Jetzt gucke ich mal hier, was mich so erwartet. Oh, da haben wir Yoda, der Einende. Das ist eine Karte, die werde ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Ein Mana jeder Farbe, 5/5 legendärer Menschzauberer. Legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus X, wobei X gleich der Anzahl an legendären Kreaturen ist, die du kontrollierst. Das ist halt so eine Commander-Karte, ne? Die brauche ich jetzt im Deckbau nicht. Immer wenn du einen legendären Zauberspruch aus deiner Hand wirkst, schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine legendäre Nicht-Land-Karte mit liebem Mana-Betrag ins Exil schickst. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Coole Karte, hilft mir aber jetzt nicht bei diesem Deck, da ist der Engel deutlich besser. Ne? Okay, da ist der mehrfarbige Slot. Ah, und Doppel-Rare, Leute. Da, boom. Ne? Ich habe eine Vollkarte, haben wir einen Vollslot gehabt und da ist die Karte nochmal rare. Lehrmeisterin der Akademie für 2 blaue Mana, 2/3 Menschzauber zu Beginn des Zielsegments jedes Spielers kann jener Spieler eine zusätzliche Karte ziehen, falls er das Dieb kosten Zaubersprüche, die er in diesem Zug wirkt, beim Wirken 2 mehr. Ne? Beschleunigt den Gegner auch, ist jetzt auch nicht unbedingt meine Farbe, in die ich direkt reingehen will. Mal gucken, wir machen erstmal weiter auf. Land ist noch mit dabei und ein Sandkrieger. Der ist ja auch nice. Okay, packen wir mal hier. Zahlen wir es, wie gesagt, erstmal auf. Momentan sind wir noch bei Weiß entsprechend durch den Engel. Weiter geht's. Erstmal öffnen. So, also Kreaturen sind wichtig und Kreaturenentfernung. Ne? Um es doch mal festzuhalten hier. Und wir gehen erstmal die gewöhnlichen Karten durch. Hier nochmal wieder Mehrfachland. Artefakt. Noch mehr Artefakt. So.
Da sind wir bei Weiß-Grün. Wir können auch viele Soldaten machen. Ich mache mal hier, das ist so der Multiplayer, der Multicolor-Stapel. Ne? Eine Lanova-Grün-Witwe. 4-3, Spinne, Reichweite, Trampelschaden. Ist natürlich auch schon gut für 3 Mana. Ne? Und hat Domäne für 8 Mana. Bring die Lanova-Grün-Witwe aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Sie erhält, falls diese bleibende Karte das Spiel verlassen würde, schicke sie ins Exil, anstatt sie anderswo hinzulegen. Diese Fähigkeit kostbar beim Aktivieren für jeden Standardlandtyp unter den Ländern, die du kontrollierst, ein weniger. Wir werden das Deck sehr wahrscheinlich dreifarbig spielen, glaube ich. 2- bis 3-farbig, das heißt, wie, mal gucken. Ne? Aber generell für 3 Mana 4-3, Reichweite, Trampelschaden, ist das schon mal super. Ne? Also das ist auch ein richtiges Brett. Schauen wir mal weiter, was noch so kommt. Ja, und einfach generell natürlich mit neuen Metal-Karten zu spielen, ist immer super. Dominarias Bund ist nicht so kompliziert, ist klassisches Fantasy. Da ist für jeden was mit dabei. Wir haben ganz viele bekannte Kreaturen. Wir haben Goblins, wir haben Baumvolk, wir haben Spinnen, wir haben Meervolk, wir haben Elfen, wir haben Menschen, Zombies, Vampire, alles, was da so kreucht und fleucht. Ne? Und schöne Artworks, coole mehrfarbige Länder, die uns beim Mana-Fixing hier helfen. Guck, da kommen direkt noch mehr. So. Und richtig coole legendäre Karten natürlich. Auch damit will ich mir eigentlich ein Deck bauen. Der ist auch richtig, richtig gut. Ja, aber wir können ja nicht alles spielen. Gucken wir, jetzt geht er wieder in Blau rein hier. Hochmütiger Djinn. 2 blaue und 1 Sternchen, 4 fliegen. Die Stärke des hochmütigen Djinns ist gleich der Anzahl an Spontanzauberwechselreikarten in deinem Friedhof. Spontanzauberwechselreihen, die du wirken, kostet beim Wirken ein weniger. Der ist natürlich auch richtig gut. Ha! Wenn man von allen Farben ein bisschen zieht, ist das nicht unbedingt hilfreich. So, das ist die Halbzeit. Erstmal öffnen, dann weitersehen, was hier kommt. Also ich freue mich schon mega. Ich werde, glaube ich, auch wirklich mehrere Pre-Releases mitspielen. Ihr könnt das ja auch machen. Ne? Einfach Tickets kaufen. Und gerade auch, wenn ihr von weiter weg kommt, andere Spieler machen das schon teilweise, dass sie einfach sagen, ja, dann übernachte ich hier halt irgendwie in Reken. Kann man auch wirklich gut und günstig. Und dann spielen sie halt an 2 Tagen mit. Ne? So, Gedenkplatz der Helden. Erzeugt ein farbloses Mana, erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe. Gibt dieses Mana nur aus, um einen legendären Zauberspruch zu wirken. Erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe, der legendären bleibende Karte, die du kontrollierst. Schicke den Gedenkplatz der Helden ins Exil an legendäre Kreatur, deiner Wahl erhält Flugsicherheit und zerstört bis zum Ende des Zuges. Das brauche ich auch nicht. Das ist nicht das, was wir suchen. Nochmal ein Djinn. Dicke Flieger. Ein Soldat. So, 2 Booster kommen noch. Schauen wir mal, wie leicht so die ganze Restausbeute hier ist. 5 Farbe werde ich ja nicht spielen können. Nein, nein. Das wird zu hart. So. Aber Weiß, Rot, Grün ist natürlich auch eine schöne Sache. Mal gucken. So. Ja, und wie gesagt, schaut gerne in die anderen Videos rein. Ich finde, das Set ist sehr gut gelungen. Auch gerade durch die Kickerkosten gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ne, schönes Set. Ist für jeden was dabei. So, jetzt sind wir bei Weiß-Blau. Sten, Paranoider, Partisan. 2-2, legendäre Kreatur, Menschzauber sowie Sten. Ins Spiel kommt, bestimme einen Kartentyp außer Kreatur oder Land. Zauberspiel des bestimmten Typs, die du wirkst, kostet mein Weg ein weniger. Und für Blau-Weiß 1, schicke Stände ins Exil, bringe ihn zu Beginn des nächsten Attacks unter der Kontrolle des Spiels das Spiel zurück. Ja, auch nicht das, was ich jetzt wirklich für dieses Deck brauche. Ne? Letzter. Aber eine Bombe haben wir ja schon. Und man kann richtig krasse Bomben öffnen. Beziehungsweise die Spinne ist ja auch gut. Ja. So. Gerade so im Limited-Spiel. Ja, muss man halt mit den Karten klarkommen, die man dann so öffnet. Ne? Und das ist ja bei allen so. Und da kann man halt mehr oder minder lucky gehen. Hier, Sengigini ist dann auch eine richtig gute Karte. Eieiei. So, grün, blau, immer der Legenden-Slot. Oh ja! Leute, wir gehen aber auch lucky. Wir gehen aber auch lucky beim Öffnen. Ne? Also beim Set-Booster-Display, da waren wir schon mega lucky. Und jetzt im Release-Pack nochmal die Liliana. Die kann übrigens auch natürlich als Promo im Voll, kann man auch finden, aber ich wollte mal nicht gierig sein. Ne? Liliana mit Schleier. 2 schwarze und 1 Planeswalker Liliana. Für 3 Dualitätsmarken kommt sie rein. Für +1, jeder Spieler wirft eine Karte ab. Das klappt auch, wenn ich keine Karte mehr auf der Hand habe. -2, ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. Und -6, teile alle bleibenden Karten, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, auf 2 Haufen auf. Jener Spieler bestimmt einen Haufen und opfert alle bleibenden Karten drin. Ich glaube, das ist die teuerste Karte des Sets, Leute. Das ist natürlich dann sehr, sehr schön.
Ich finde das immer cool, wenn wir den Videos dann so gut öffnen. Ja, und da freut man sich natürlich. Ne? Da freuen wir uns natürlich. So, das hat mir jetzt ein bisschen den Hang zu schwarz gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ja auch weiß-schwarz spielen. So, okay. Jetzt gucken wir mal bei den goldenen Karten. Also grün-blau werde ich wohl nicht spielen. Der ist 2-4 fliegend. Mit Domäne immer, wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, schau die obersten X-Karten deiner Bibliothek an, wobei X gleich der Anzahl an Standardländertypen und der Länder, die du kontrollierst. Lege bis zu einer davon oben auf deine Bibliothek und den Rest zufügt die Reihenfolge darunter. Falls an 5 Standardländertypen und den Länder sind, die du kontrollierst, ziehe eine Karte. Das ist natürlich eine super Karte auch. Ne? Aber wir gehen mal weiter. Den Stern hatten wir. So, Rot-Grün, Rata, Kriegsfürstin der Koalition, 3-3, Domäne, Elfkrieger, immer wenn Rata getappt wird, erhält eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis du in den Zug plus X, wobei X gleich der Anzahl an Standardtypen unter Ländern ist, die du kontrollierst, das ist natürlich schön was zum Draufhauen. Elas il Corsadische Pilgerin, Schwarz-Weiß, 2-2, Schwarz-Weiß ist natürlich jetzt eine Möglichkeit wegen den Bomben. Immer Todesberührung, super, ist ein praktischer Removal. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, hältst du einen Lebenspunkt dazu. Immer wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert dir der Gegner einen Lebenspunkt. Den will ich eigentlich spielen. Eigentlich bin ich, glaube ich, bei Schwarz-Weiß allein wegen, ja, ist halt so böse, ne? So, und vielleicht noch Grün dabei, wegen der Spinne auch. Zar Ojanen, Tochter von Efrava. Grün-Weiß 3-4-4, Katzenkrieger, Domäne, immer wenn sie getappt wird, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst und deren Widerstandskraft kleiner ist als die Anzahl an Standardlandtypen unter den Ländern, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Das gefällt mir. Ich werde dann ja 3 Standardlandtypen spielen und Yoda können wir nicht spielen. Okay, so, das heißt, ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz mir Rot durch, weil wir... Hier haben wir ja, also den Engel wollen wir ja spielen. Ne? Und der Engel bringt mich ja schon in Weiß-Schwarz und Weiß-Schwarz-Rot. Jetzt ist die Frage, spielen wir Weiß-Schwarz-Rot oder spielen wir Weiß-Schwarz-Grün? Hängt jetzt ein bisschen von den Kreaturen ab, die wir haben, weil hier war natürlich die Spinne dabei, die super ist. Blau, machen wir es mal ein bisschen einfacher, Blau ist raus. Ne? Und das ist er schon mal. Und genau, dann gucken wir mal hier bei Rot. Wir haben eine Abkommandier-Kreatur. Jetzt geht es auch um Kreaturenentfernung. Ne? Wie viel Removal haben wir? Fügt eine Kreatur oder Planeswalker 5 Schadenspunkte zu, ist gut. Eine Kreatur plus minus kann man auch gut nehmen, um auch was zu zerstören. 5-4 ist gut. Kreatur plus 3 plus 0 und Erstschlag ist gut. Blitzanschlag fügt 3 Schadenspunkte zu, gut. Wenig Kreaturen hier entsprechend. Hier haben wir Bonuskosten. Zerstörten Artefakt, zerstörende Kreatur deiner Wahl mit Verteidiger und fügt jeder Kreatur des Gegners einen Schadenspunkt zu. Hier einfach ein 3-1er, der mir 1-1er Soldaten mitbringt. Ja, und ein bisschen Karten ziehen. So, was haben wir denn hier unter Grün? Grün haben wir natürlich einfach dann stärkere Kreaturen. Ne? Stärke ist gleich der Anzahl an Standardlandtypen unter Ländern, die du kontrollierst. Das heißt, im dreifarbigen Deck wäre der nur 3-3. Das ist jetzt nicht unbedingt so stark. 1-1er Todesberührung mit Mana-Fixing. Das ist natürlich sehr gut. Landdurchsuchung, viel zu teuer Mana. Hier Domäne, auch viel zu teuer Mana. Hier Bonus mit Schwarz. Eine Kreatur halt mit Rohlichkeit, ja. N2 reißen. Jetzt geht es mir ja auch ein bisschen um Removal. Ne? Hier haben wir nochmal einen dicken Wurm. 5-4. Hatte ich unter Rot aber auch was Dickes. Die Grünwipfe ist natürlich toll. Da bleiben wir in 4-4 Reichweite ist natürlich auch nice. Was haben wir in Schwarz? Da haben wir auch nochmal die Sengegenießer, die ist auch richtig toll. Die lese ich gleich nochmal vor. Schlachtross. Zerstöre eine Kreatur. Da habe ich entsprechend mein Removal. Und jetzt wollen wir gleich nochmal gucken, was wir noch in Weiß haben. Ob ich da entsprechend noch... Weil dicke Kreaturen machen es natürlich auch hier, auch da. Oder also dicke Kreaturen oder Kreaturen zerstören. Ne? So. Hier kann ich Kreaturen tappen. Das ist auch gut. Abkommandieren als neue Fähigkeit. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Sind alle zu klein, die Kreaturen. Ne? So ein bisschen hier haben wir natürlich entsprechend was. Soldatenspiegelsteine.
das ist schwierig. Okay, gut, also, was haben wir bei den Artefakten? Meteorit, eine Axt, die ausgerüstete Kreatur hält plus 2 plus 0, ausrüsten 2, das ist schon mal gut. Hier haben wir einen Mana-Fixer, er erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe, aktiviert die Fähigkeit neu pro Zug, den könnten wir auch noch reinnehmen zum Fixen. Yodas Kodex, Karten ziehen, aber für jeden Standardtyp unter Ländern, die du kontrollierst, ein weniger, ist aber auch sehr, sehr teuer. Lass ich mal weg. Die gravierte Tafel, decke die obersten 5 Karten in der Bibliothek auf, nimm von einer Länderkarte auf deine Hand, lege das zu verlegen von der Bibliothek, falls du keine Karte auf der Hand ziehe eine Karte, ja. Würde ich, glaube ich, auch nicht wirklich spielen. Ich packe ihn trotzdem mal an die Seite. Hier 3 Zweier. Nochmal die Axt der Siegreichen, habe ich die doppelt, ja, hätte ich zweimal. Da können wir natürlich entsprechend kleine Kreaturen mit stärken. Na, dann wäre ich vielleicht doch wieder bei Weiß-Grün. Rot, so, die Axt geht auf jeden Fall raus. So, den Ständen werden wir nicht spielen. Wir werden die Rata ich schwanke ja zwischen, ich werde nicht beide spielen, also geht die Rata auch raus. Schwarz werden wir auf jeden Fall spielen. Den möchten wir spielen. So, jetzt sind wir bei Weiß-Grün. Immer wenn Saiyan von der Etara getappt wird, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst und deren Widerstandskraft kleiner ist als die Anzahl an Standardlandtypen unter den Ländern, die du kontrollierst, eine plus 1 plus 1 Marke. Da hätten wir auch wieder einen 4-4er. Der ist raus. Die ist auch raus. So. Ich lege es mal so aus, dass ich mir erstmal. Unter Rot habe ich aber. Plus, Minus geben. Das ist ein großer. So, hier habe ich ein Removal. Ich halte mich jetzt ein bisschen natürlich hier an dem, ich glaube, ich gehe auf Grün. Unter Rot habe ich einen Blitzschlag. Ich habe jetzt nicht, hier habe ich eine 5-4-Kreatur. Ich gehe auf Grün, weil ich plus 2, minus 2, ich kann ja plus 2 auch mit den Artefakten geben. Ja, ich gehe auf dreifarbig. Weiß, Schwarz, Grün wird's. Das wird's. So, dann legen wir mal ein bisschen aus. Weiß, Schwarz, Grün. Das heißt, an Ländern. Hier kann ich ein Mana einer beliebigen Farbe erzeugen. Das finde ich gut. Oder farbloses Mana. Ja. Bisschen teuer. Weiß, Rot. Weiß, Schwarz. Weiß, Blau. Nicht so viel. Gucken wir mal. Okay. So, ich leg mal los, ne? Was haben wir gesagt? Rot nehmen wir nicht. Tut mir zwar weh, aber so ist es. Okay, gut. Dann geht's los mit, welche Karten wollen wir denn auf jeden Fall spielen? Hup! Erstmal, jetzt geht's ja um die Bomben, ne? Also die Bomben müssen mal zuerst rein. Wir wollen Liliana sprechen. Wir wollen die Grünwitwe, weil da ist einfach im Limited-Format, hat der Gegner da einfach ein Problem mit, wenn du dicke Sachen legst, ne? Und auch so ein Engel, da hat der einfach ein Riesenproblem mit. Ist einfach so, ne? So, okay, dann auch genau wie hier, lesen wir mal weiter. Sengir-Genießerin, auch eine Top-Karte. Fliegend, wie gesagt, gerade erklärt, ist absolute Macht im Limited. Ein Vampir 3-3 fliegend. Immer wenn eine oder mehrere andere Kreaturen sterben, lege eine +1/+1 Mark auf die Sengir-Genießerin. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Wenn gegnerische Kreaturen sterben, wenn meine Kreaturen sterben, der kann auch ganz schnell ganz, ganz groß werden. Kommt auf jeden Fall rein. Ja. So. Okay, jetzt bleiben wir erstmal kurz bei Schwarz. Ich suche mir jetzt unter den Farben. Ah ja, und wir sind natürlich hier entsprechend unter mehrfarbig. Ne? Das heißt, wir haben Zar Oyane, Tochter von Nefrafa, nehmen wir auch mit rein. Ist halt auch einfach 4-4. Ist einfach eine starke Kreatur, wo viel Kleines gegenläuft und die tut auch richtig weh. Immer wenn sie getappt wird, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst und deren Widerstandskraft kleiner ist als die Anzahl an Standardtypen unter den Ländern, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marker. Das heißt, ja, ich werde ja 2, 3 Standardländer haben. Ich kann natürlich gucken, ob ich Domäne noch irgendwie pushen kann. Ich lege sie erstmal hier so ein bisschen oben nochmal so, mal gucken, ob sie mir denn so hilft. Ne, was mir auf jeden Fall hilft, ist hier für 2 Mana Elias Elkor, Salistische Pilgerin, finde ich super, weil die hat schon Todesberührung. Ne? Das ist ja einfach schon, was sie berührt, stirbt, finde ich super, ist praktisch auch ein Removal. Todesberührung ist immer schwierig für den Gegner, wird oft einfach entfernt, ne, weil der halt so etwas mitnimmt. Ja, 2-2, auch gut für 2 Mana, natürlich super. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, meldest du einen Lebenspunkt, super. Immer wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder einen Lebenspunkt, super. So, weiter mit Schwarz. Toxische Scheußlichkeit, wenn sie ins Spiel kommen, verlierst du 2 Lebenspunkte, sowas wollen wir nicht. Geifern, die Brokade ist ein Verteidiger.
ja, ich kann eine Kreatur opfern. Ich will jetzt nicht mich zumauern, ich möchte schon mit Kreaturen spielen. Phyrexianisches Schlachtross, 3-3 mit Bonus Weiß. Das könnten wir bezahlen, dann würde es dann entsprechend ein weißes Mana mehr kosten. Wenn es ins Spiel kommt und falls deine Bonuskosten bezahlt wurden, erzeugt ein 1-1 weißen Soldatkreatur einen Spielstand und für 1 opfern eine Kreatur, das Phyrexianische Schlachtross erhält +2/+1 eines Zuges. Ist eine gute Fähigkeit, denn ich kann da, wenn ich genug Mana habe, nachher am Ende, meinetwegen, wenn das Schlachtross durchkommt, ich kann da alle Kreaturen reinopfern. Total egal. Ne? Einfach mal, deswegen spiele ich das auf jeden Fall. Ist für den Gegner immer eine Bedrohung. Deswegen geht's rein. So, jetzt haben wir hier Braids, furchterregende Rückkehr als Sage, hiermit überblättern. Das heißt, ich kann es auf 1 einsteigen lassen, dann nächste Runde 2, nächste Runde 3. Ich kann aber auch auf 2 oder direkt auf 3 einsteigen lassen. Du kannst eine Kreatur opfern. Falls du es tust, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. Ein Gegner deiner Wahl kann eine bleibende Karte opfern, die weder Land noch Spielstein ist. Falls er dies nicht tut, verliert er 2 Lebenspunkte und du ziehst eine Karte. Verliert er 2 Lebenspunkte und du ziehst eine Karte. Ja, okay. Spiele ich, glaube ich, nicht. Ich lege mir das mal ein bisschen an die Seite. So, was ich aber spiele, ist Lebenslicht auslöschen. Da haben wir das Removal. Ich werde dann auch tief schwarz spielen hier. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, falls ihr bzw. sein Mana-Betrag 3 oder weniger war, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Super. Life Gain und Removal. Perfekt. Ja, da ist es. Kultisten-Rekrut für ein Mana. Kommt getappt ins Spiel. Ist dann 2-1 und für Schwarz 1 bringe der Kultisten-Rekruten aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls in diesem Zug eine Nicht-Skelett-Kreatur unter deiner Kontrolle gestorben ist. Die nehme ich mal rein, weil 2-1 kann auch schon nerven. Leg den mal hier auf den Ein-Mana-Slot. Da haben wir nochmal hier so ein bisschen auf quer nochmal. Tribut an Urborg. Brauche ich nicht. Kreatur hält -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Falls die Bonuskosten zum Beispiel bezahlt wurden, hält die Kreatur fehlt spontan zu meiner nächsten Reihkarte. Würde -2/-2 geben, ist. Ich lege es mal zum Removal dazu, aber ich glaube, ich habe nachher bessere Sachen. Prophezeiung der Schatten, Domäne, schau die obersten X-Karten in der Bibliothek an. Nee, brauche ich nicht. Für Phyrexianischer Wüterich 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, ziehst du eine Karte, verlierst einen Lebenspunkt. Für 3 Mana 2-2. Ich werde genug andere Kreaturen haben, die stärker sind, gerade weil ich grün spiele. Den lasse ich auch mal weg. Aber wir haben noch ein Lebenslicht auslösen. Das spielen wir natürlich. Mehr Removal. Ne? Zack, so. Das wäre ein Schwarz. Ich baue mir ja ein 24-Karten-Deck. Das heißt, der Rest von Schwarz geht erstmal an die Seite. Jetzt haben wir 2 Weiße. Hier ist schon mal Weiß. Vielleicht brauche ich Grün auch gar nicht. Wir gucken nochmal, wie gut denn jetzt Weiß aufgestellt ist. Ne? So, mechanische Zugbrücke, Verteidiger, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Habe gesagt, möchte ich nicht, möchte lieber aggressiv spielen, wobei dieses Wegtappen natürlich auch stark ist, aber es kostet mich auch 3 Mana. Ne? So, agivische Reiterin, für 3 Mana 2-2, abkommandieren. Wenn die agivische Reiterin ins Spiel kommt, erzeugt ein 1-1 weißen Soldatkreatur einen Spielstein. Abkommandieren heißt, wenn diese Kreatur angreift, kannst du eine nicht angreifende Kreatur ohne Einsatzzüge und du kontrollierst tappen. Wenn du siehst, addiere ihre Stärke bis zum Ende des Zuges zu Stärke dieser Kreatur. Das kann wirklich sehr, sehr stark sein. Muss man mal ein bisschen gucken, wie sie spielt. Ich halte die mal ein bisschen an der Seite, weil Abkommandieren ist, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr stark. Aber für sich selbst stehende Kreaturen, wenn ich zum Beispiel auf Grün gehe, fände ich dann besser. Ne? Wurzelweberin des Juniper-Orden 2-2 mit Bonus Grün würde funktionieren. Wenn sie ins Spiel kommt und falls ihre Bonuskosten bezahlt werden, lege eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ja, geht auch so. Heroischer Ansturm. Bonus mit Rot. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+1 zu deines Zuges. Falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden, verursachen außerdem Trampelschaden. Ja, lege ich nochmal wieder drunter. Samitische Kräuterkundlerin 2-1. Immer wenn sie getappt wird, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und wendest Hellsicht 1 an. Den kann man natürlich ganz, ganz toll in die Ritterin. Das ist so eine Kombo. Ne? Also die beiden kann man so ein bisschen zusammenspielen. Man tappt sie in die Ritterin rein. Wobei die aber ja nur. Die Stärke wird addiert. Das heißt, auch hier, die wird dann sehr wahrscheinlich einfach danach sterben. Die bringt natürlich noch einen Token mit. Ja, mal gucken. So, agivische Phalanx. Kostet beim Wirken für jede Kreatur, die du kontrollierst, ein weniger. Hat Wachsamkeit. Das passt natürlich ganz, ganz cool mit vielen kleinen und auch mit den ganzen Soldatenkreaturen. Ruf des Hauptmanns erzeugt uns entsprechend auch Soldatenkreaturen, Spielsteine. Das ist eine gute Standardkarte hier. Tafelbergreiterin für 3 Mana 2-1 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, wählst du 2 Lebenspunkte dazu. Den nehme ich. Einfach, weil wir über die Luft kommen. Das ist meine Taktik. So, hier haben wir noch Gebet der Bindung, das ist wieder ein Removal. Verzauberung aufblitzen, wenn das Gebet der Bindung ins Spiel kommt, schicke bis zu eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert ins Exil, bis das Gebet der Bindung das Spiel verlässt. Du hältst 2 Lebenspunkte dazu, super. Ne?
Ja, die wollen wir auch rein. Haben wir nochmal wieder ein Removal. Haben wir schon drei Removal. Benalischer Schläfer 3-1 ist auch gut. Bonus für Schwarz passt hier gut rein. Und 3-1 kann einfach irgendwas totblocken. Ne? Wenn der Benalische Schläfer ins Spiel kommt und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, opfert jeder Spieler eine Kreatur. Das ist auch sehr schön und man kann ihn auch selber opfern. Ne? Das heißt, er kommt rein, ist praktisch nochmal ein Removal auf Beinen, wenn wir wollen. Den nehmen wir auch rein. Der gefällt mir. So, die anderen sind mal so ein bisschen auf der Rückhaltseite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haben wir noch genug Platz? Gucken wir uns mal grün an. Spinne ist schon drin. Den Tribut wissen wir noch nicht, ob wir den spielen. Aber so, wir brauchen. Hier haben wir wieder Todesberührung. Und wir haben Mana-Fixing. Erzeugt ein Mana in beliebigen Farbe. Weil ich brauche hier zwei Schwarze, ich brauche zwei Schwarze, ich brauche zwei Weiße. Den nehmen wir auf jeden Fall rein fürs Mana-Fixing. So, und dann brauchen wir dicke Sachen. Hier haben wir den Mordax 3-3. Ist okay. Bonus schwarz. Wenn der Mordax ins Spiel kommt und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist auch nochmal ganz nice, um einfach dran drüber zu rennen. Ne, ich lege den mal ein bisschen hier in die. Ich lege mal ein und zwei. Ja, ich lasse mal hier ein bisschen noch einen dazwischen rutschen. So. N2 reißen. Auch mit Bonus schwarz. Schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Falls die Bonuskosten des Vorschuss bezahlt wurden, schicke stattdessen eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Das ist eigentlich ganz cool, weil es wieder ein Removal ist für 4. Nehme ich mal rein. Habe ich hier wieder für 4 Mana nochmal ein Removal und ich hätte auch die Möglichkeit, ein Artefakt oder eine Verzauberung günstiger kaputt zu machen. Spiele ich, würde ich im Main Deck spielen. Kann ich ja später noch rausboarden. Alle Karten sind ja mein Sideboard. So, Blütenrang der Rangenwahl, Verteidiger. Ich habe gesagt, Verteidiger möchte ich nicht spielen. Aber sowas möchte ich spielen. Elfenwurm, Wachsamkeit, Trampelschaden, 5-4. Fertig. Hat der Gegner einfach ein Problem mit. Ich nehme mal die Zar-Ojanen raus. Leg sie mal dahin, weil einfach hier 5-4 ist, macht einfach Druck. Ne? Kommt rein. So. Mal gucken, ob wir sie noch spielen. Ist ja ein 4-4er. So, Lanovar Pirscherin. 1-1. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, hält sich +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Ja, ist nett, aber. Mit kleinen Kreaturen mache ich nichts. Geht erstmal weiter. Elfische Hydromagierin. Geht auf Blau, hätte hier 3-2. Wenn sie ins Spiel kommt, falls sie den Bonus bezahlt wird, mache ich nicht. Hätte ich praktisch für 3 Mana 3-2, ist mir zu schwach dann. Kolossales Wachstum mit Bonus auf Rot. Eine Kreatur deiner Wahl hat +3/+3, ist ja Spontanzauber. Ist gut, bis wenn es Zug ist, falls die Bonuskosten bezahlt wurden, hält sie +4/+4 und Eil und verursacht Trampelschaden. Nehme ich mal mit rein, weil es ja praktisch für 2 Mana +3/+3 Geber. Das ist gut. So, Magni-Griff-Wächter, 4-4 Reichweite. Sowas wollen wir haben. Lege ich mal hier mit rein. Einfach hier, zack, 4 Mana, 4-4 Reichweite, fertig. Ne? So, hier haben wir nochmal mit Domäne. Wäre aber nur 3-3, habe ich gerade gesagt. Trampelt natürlich auch, ist auch schön. Der wäre dann 2-3 oder 3-3. Das ist noch so eine Karte, wenn ich nichts anderes habe. Ich lege ihn mal da hin. Und hier haben wir noch für Domäne, Besucher aus Yavimaya, 4-6, kostet beim Weg für jeden Standardlandtyp oder Länder, die du kontrollierst, ein weniger. Ich werde maximal 3 haben. Das heißt, statt 7 würde er dann 4 Mana kosten, das heißt 5 Mana total und ist dann 4-6. Das würde auch gehen, ne? Weil es einfach ein Brett ist. Den lege ich mir auch mal hier hin, einfach um hinten raus mit richtig dicken Kreaturen rüberzukommen, wo der Gegner wohl ein Problem mit hat. So, okay. Denn wir haben ja noch die Artefakte, hatte ich mir gerade rausgelegt, die wir spielen können. Wo habe ich sie hingelegt? Da sind die Länder. Wo habe ich denn die Artefakte, die ich spielen kann, hingelegt? Da nicht. Hier ist blau. Blau ist raus. Multicolor ist raus. Rot ist raus. Na, da unten sind sie. Hier sind sie. Denn gut finde ich die Axt des Siegreichen. Ich kann einfach eine Kreatur für ein Mana ausrüsten, einfach nur um zu blocken oder meine Flieger zu verstärken. Na, dass ich einfach über die Luft hier schnell töte. Ich glaube, die nehme ich tatsächlich wirklich zweimal rein, denn ausrüsten kostet nur 2. Ich lege es das praktisch hier in der ersten Runde, kann ich es legen. Habe ich praktisch 2
Wenn ich jetzt die Mana-Kurve hochspiele, kann ich anfangs schon mal ein Equipment legen, kann das auch wirklich für zwei Mana schnell dran equippen und so. Ne? Und ich habe ja nicht so viel Kreaturenverstärkung, ich habe nur ein kolossales Wachstum. Das heißt, ich lege mir das mal hier mit zu meinem, ich habe meine vier Removals, ich habe hier zweimal Todesberührung, ich lege mir mal die Axt mit dabei. So. Und dann wollen wir mal wieder durchzählen, was wir denn hier so hätten jetzt bislang. Eins, kann man sehen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist noch ein bisschen wenig. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mir fehlen noch ein bisschen Kreaturen. So, habe ich noch Mana-Fixing. Ich habe den Mana-Arbeiter. Der kann zwar nicht viel, aber ich kann ja natürlich die Axt an ihn sprechen. Wenn ich die Axt an den Siegreichen, an den Mana-Arbeiter mache, dann ist der ja schon mal 3-3, das ist schon mal okay. Und der kann mir einfach Mana umwandeln. Das finde ich gut, deswegen nehme ich den mit rein. Weil ich ja dreifarbig spiele. Ich muss irgendwie mein Mana-Fixing hinbekommen. So, dann ist der noch mit dabei. Der Rekrut, der kann einfach wiederkommen, wenn irgendwas stirbt, finde ich auch gut. Ne? So, und jetzt habe ich ja auch ein bisschen kleine Kreaturen. Das heißt, ich bin eigentlich dann doch wieder bei Zaoyanen. Immer wenn sie getappt wird, das heißt, wenn sie angreifen wird, die ist ja 4-4, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst und deren Widerstandskraft kleiner ist als die Anzahl an Standardlandtypen und der Länder, die du kontrollierst, 1 plus 1 plus 1 Frage. So, Widerstandskraft. Ich hätte Domäne maximal 3. Ich habe hier eine 1er Widerstandskraft. Aber Todesberührung ist eigentlich egal. Ich habe hier eine 1er Widerstandskraft. Der hat 3, das ist egal. Das ist ein Planeswalker. Ich muss den wenden, einfach nur 3 hilft mir nicht. Hier 1, 3 ist gut. 2, 2 ist gut. Auch mit Todesbrüllung. Ja, das hilft mir nicht so wirklich. Ich glaube, dann nehme ich dann lieber einfach den ganz einfachen. Oder den Backenbahn. Die kostet mich 5 Mana. Und hier haben wir gesagt, wenn ich es runteraddiere, dass ich 3 Länder habe. Ne, entsprechend kostet mich insgesamt auch nur 5 Mana. Ist aber dann 4, 6. Das heißt, ich glaube, ich nehme lieber den, weil der hat einfach 6 hinten. Ne? Und wenn ich den nochmal mit der Axt equippe, ist der zum Beispiel dann 6-6. Das ist einfach ein Brett in dem Format. Ne? Dann nehmen wir den rein, weil ich glaube nicht, dass... hier ist zwar nice ein 4-4er für 5 Mana, aber für 5 Mana 4-6 finde ich einen Tacken besser. Weil die andere Fähigkeit werde ich, glaube ich, nicht so großartig nutzen. So. Jetzt setzen wir noch den Raufbold. Der macht halt Trampelschaden. Trampelschaden ist natürlich auch schön, wenn ich die Axt dran habe. Deswegen spiele ich ihn. Na, legen wir den mal hier. So. Na, mit zweimal der Axt ist denn die Schruber rauf, weil dank Trampelschaden und Domäne wird der dann, denke ich mal, größer werden. So, dann zählen wir mal wieder durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Kreaturen. Finde ich gut. Ich möchte ein 24-Karten-Deck bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich werde es auch so spielen, dass ich mir nicht 16 Länder reinpacke, sondern 17 Länder. Weil ich doch wirklich schnell, ich will schnell in diesen High-Mana-Bereich, um das spielen zu können. Ich will auch Länder legen wegen Domäne. Ne, ich mache es mal so, dass ich das sonnige Marschland hier als Extraland reinpacke. Das heißt, ich bin jetzt dann noch bei 16 Ländern. Ne, 16 Länder. Ich brauche eigentlich alles gleichermaßen. Am ehesten... Für 2 Mana brauche ich aber Schwarz. Schwarz habe ich aber auch hier, Weiß auch. Das heißt, ich werde so machen, dass ich 6 mal Grün spiele und 5 mal Schwarz und 5 mal Weiß, weil das sonnige Marschland ja als Schwarz oder Weiß zählt. Das heißt, ich habe da mein Mana-Fixing. Ich muss hier auch Grün haben, um sowas zu spielen, um das Mana-Fixing auch zu bekommen. Ne? Und dann habe ich das, denke ich mal, ganz, ganz gut aufgeteilt. So würde ich spielen, obwohl ich natürlich tief schwarz bin. Aber ist, glaube ich, eigentlich ganz egal, wie oft, wie rum ich es spiele mit 2 Weiß. Oder doch lieber 5-mal Grün. Ich brauche alles, ne? Der fixt auch, der geborgene Mana-Arbeiter ist auch okay. Habe ich noch irgendwas zum Mana-Fixen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Ne? Ich hätte noch die Kristallgrotte.
wenn ich Spiel kommt Hellsicht 1, gibt ein farbloses Mana und für ein Mana einen, kostet mich halt mal, ich brauche meinen Mana, so stark will ich nicht ins Mana-Fixing reingehen. Ich könnte natürlich entsprechend einfach noch für Domäne noch sagen, hier, ich kann noch mal gucken, habe ich noch irgendwas, was irgendwie an Rot noch irgendwie braucht oder so, nur für den Spaß. Hier hätte ich noch Rot. Das machen wir. Ne? Dass ich noch mal als Extraland, weil ich kann ja hier auch noch rotes Mana machen und so, dann kann ich noch eine zweite Fähigkeit des Erzengels auslösen. Ich nehme mal das geothermische Moor mit rein, einfach weil es auch als Gebirge zählt. Genau wie ich unter Rot, jetzt könnte ich natürlich einfach noch mal gucken, will ich, wollen wir noch so ein bisschen Faxen machen und dann, aber die kommen immer getappt ins Spiel, ne? Ist auch nicht so nice. Ich will ja eigentlich schnell sein. Ja, ich nehme nur das Moor mit rein. Für die Domäne. Will ich das? Das ist jetzt Spielerei, ne? Um zu sagen, okay, gut, wollen wir die noch mit reinnehmen, um die anderen Länder auch noch voll zu bekommen. Hier hätte ich noch mal eine Insel, könnte ich noch finden. Ne? Entsprechend, um noch schneller auf Domäne zu gehen. Ich habe aber auch nicht viele Domänekarten. Ne? Ich habe hier einmal eine Domänekarte, da habe ich die zweite Domänekarte, ist natürlich nice. Bremst mich auch ein bisschen aus. Macht aber auch nichts, weil ich spiele ja nicht so schnell, so günstig. Ich glaube, ich nehme die einfach mal mit rein. Die hätte ich auch wieder weiß. Und da hätte ich schwarz. Ja. Und dann mische ich mir wirklich nochmal, ich glaube, ich mache mir dann wirklich ja, grün. Grün habe ich ja nicht. Ja, weiß und Insel für Domäne, um einfach eine Insel auch zu haben, hier um das Gebirge zu haben. Ja. Und dann nehme ich mir, ich werde so machen, ich werde mir 5 Sümpfe reinpacken, 5 Ebenen und 4 Wälder sind mir aber zu wenig, weil hier habe ich ja entsprechend nichts. Nee. Dann nehme ich 6 Wälder und 4 Ebenen und 4 Sümpfe. Dann bin ich immer hier auf, die kommen mit dabei, dann bin ich hier mit dem Land auf 6. So, dann hatte ich praktisch jedes Land 6-mal zur Verfügung. So spielen wir es und fertig. So, ist ein bisschen komplex. Ich hoffe aber, ich habe euch einen guten Einblick gegeben. Ich finde das Deck cool, weil dreifarbig ist natürlich krass. Ich glaube, es werden auch wirklich mehrere mehrfarbige Decks unterwegs sein. Ihr seht, ich spiele jetzt ein 40-Karten-Deck, 23 Spielkarten, 17 Länder. Also wie gesagt, nochmal entsprechend hier 4-mal weiß, 4-mal schwarz. Dann bin ich hier bei 5 und 10, 6 Wälder bin ich bei 16, hier bin ich bei 17. 17 plus 23 Spielkarten, Mana-Kurve ist bei 1, 2, 3, hier habe ich auch noch 1er, ne, entsprechend, dass ich anfangs die Äxte legen kann. Ja, und Taktik ist einfach natürlich mit Kreaturen Druck zu machen, also mit starken Kreaturen zu kommen unter Grün, auch schnell sich da hoch zu leveln, um einfach schnell dicke Kreaturen zu legen, auch schnelle Mana aufzubauen, um das Removal sprechen zu können, weil meine Removal kosten entsprechend 4 Mana. Ne? Ja, und dann natürlich irgendwie rumtricksen, ne? Mit Mittelianer rumnerven und hier mit dem Engel irgendwie und einfach rumnerven, so nach dem Motto, den Gegner, die Gegnerin zur Verzweiflung bringen. Ne? Einfach play for win, sagen wir dazu. So, weißt du? Ja. So. Wird auf jeden Fall cool. Ich freue mich schon, das Deck zu spielen. Ja, gleich noch die Länder mit dabei. Wenn es euch auch gefallen hat, ne? Dann gebt gerne ein Like. Schreibt gerne eure Feelings zum Deckbau oder natürlich zu Dominarias Bund. In die Kommentare, ne, und abonniert den Kanal und schaut euch gerne noch die anderen Videos an, beziehungsweise kommt gerne vorbei, spielt einfach bei uns mit, wenn es von der Entfernung her passt, ne, und wird ein absolutes Highlight. Wie gesagt, wir feiern das die ganze Woche lang mit entsprechenden Pre-Release-Events. Promos gibt es halt, wie gesagt, ne, und es wird einfach richtig mega cool. Und das Deck ist jetzt ja schon ein richtig cooles Deck. Also da finde ich, habe ich schon ganz, ganz cool geöffnet. Aber Dominarias Bund gefällt mir auch sehr, sehr gut. Man sieht ja, es ist alles ein bisschen überschaubarer. Die Effekte sind jetzt nicht so großartig schwer oder so. Man kommt da schon ganz gut mit klar. Ich bin happy, ne? Kann wie gesagt die Pre-Release-Packs auch nochmal sehr empfehlen, die Edition natürlich als solches auch, super Edition, ne? Und ja, warten wir mal auf die anderen Unboxings, denn das Glück hält ja gerade noch an, wenn das beim Collector-Display-Unboxing auch so anhält, dann sind wir hier im siebten Himmel, ne? Denn man kann ja wirklich so krasse Sachen ziehen. Naja, bleibt dabei, Leute, ich bin an dieser Stelle raus, wünsche euch viel Freude mit Magic the Gathering und natürlich ganz, ganz, ganz besonders mit Dominarias Bund. Tschüss!